Hallo und herzlich willkommen zurück zur Amnesia The Dark Descent. Die Settings. Ist okay, denke ich. Ja, einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern. Vor langer, langer Zeit, in meinen Anfängen, habe ich Amnesia gespielt. Damals sah ich noch ein bisschen anders aus. Hi, übrigens. Geht man das? Ja. Die Sättigung sollte ich vielleicht ein bisschen mehr aufstellen nächstes Mal. Na egal. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, weiterzuspielen. Was daran lag, ich dachte, als ich mein PC da gemacht hätte, dass ich meinen Spielstand weg wäre. Zu meinem Übel ist er noch da, wie wir hier sehen, über ein Jahr her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und wenn ich werde nicht von neu anfangen, ihr könnt alles vorherige in der Beschreibung sehen, da ist die ist ein Link zur Playlist, es waren auch bis jetzt erst 7 Folgen oder so. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das will, ich habe echt Angst. Testen wir es erstmal, machen wir es einfach mal. Wir können das Spiel fortsetzen, ja. Ich habe so Angst. Glaubt ihr gar nicht, ey. Ich komme da drauf nicht klar, ich bin nicht so der Horror-Typ eigentlich. Deswegen, das wahrscheinlich noch spaßiger ist. Okay, ich muss mich erstmal einfinden, wo sind wir denn? Körperlicher Zustand, einige Schnittwunden und blaue Flecke, leichte Kopfschmerzen. Medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Eine Laterne. Und nicht mehr so viel Öl. Agrippas Explosivstoff. Okay. Gibt's hier nicht ein Journal oder so? Tagesbücher. Nicht Notizen, dann Tagebücher vielleicht? Nee. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Einsturztrümmer verändern. Ein weiteres Durchkommen im Lagerraum. Finde einen Weg, hindurchzukommen. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Finde den Schlüssel, der die Tür zum Maschinenraum entriegelt. Okay. Oh. Okay, so mache ich meine Laterne an. Maschinenteile. Können wir das hier verwenden? Oh. Schnell weg hier. Explodiert das auch mal? Oh Gott, ich hab Angst. Muss ich das erstmal anzünden? Achso. Ja, aber wie? Okay. Wie führe ich die aus? Ich meine, ich... Müsste ich dich bewegen? Okay. Wie führe ich die... Ach, ja, ich habe was gehört. Gott, ich bin ein bisschen zu schreckhaft. Schmeiße ich was dagegen oder was? Oh, ja. Ja. Okay. Damit hätten wir das geschafft. Ob ich das so gut finde? Blut. Bitte kein Monster. Bitte? Nein, danke. Ich mach hier mal das Licht an. Wenn ich meine Laterne nicht benutzen muss. Zünderbox haben wir auch direkt mal neu gefunden wieder. Gucken hier vielleicht irgendwas hinter? Nein. Oh Gott, ich hab echt Angst. Ich glaub das gar nicht. Ich bin super nervös. Ah, guck mal, eine Kiste. Mit Zünderboxen und Laudanum. Das ist gut. Ich habe nicht so viel Öl. Das ist schlecht. Gehen wir mal weiter. Nahrungsvorrat. Okay. Sehen wir.
Ihr habt das auch gehört, oder? Ich weiß nicht, wie lange ich das spielen kann, vielleicht 15 Minuten, höchstens. Und es wird auch nicht täglich rauskommen, es wird immer wieder mal so rauskommen. Immer wenn ich wieder genug Geisteskraft gesammelt habe, um den Scheiß weiterzumachen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Da gehe ich später rein. Diese Tür blockieren wir für das erste. Weil das hier so dunkel ist, mache ich mal die Kerze an. Ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch, was meine Zünderbox angeht, aber ich habe einfach kein Öl, um da wirklich zu sparen. Warte mal, war das nicht die Tür? Ah! Es war die Tür! Ich hab die falsche Tür blockiert. Ich hoffe nur, das hier kommt da nicht raus. Oh, eine Zünderbox. Zünderbüchse, super. Oh, Öl. Öl. Können wir auch direkt mal rein. Dann brauche ich noch mehr. Oh. Könnte da bitte jemand aufhören zu weinen im Hintergrund? Das finde ich echt verstörend. Noch verstörender als diese Kreatur da drüben. Fast. Auf jeden Fall. Wir blockieren erstmal. Oh shit. Okay, von der Tür bleibe ich weg. Ich habe Angst, dass die Tür in den gleichen Raum führt. Und ich dann am Arsch wäre, wenn ich da reingehe. Okay, es ist nicht der gleiche Raum. Auch wenn ich diesen Raum nicht besonders mag. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich den hier super toll finde. Hör auf zu weinen! Du verstörst mich. Okay. Ich kann deinen Scheiß nicht, ey. Hab ich dafür gemacht. Das heißt, die Schuld meines Bruders. Der will, dass ich so einen Blödsinn mache. Dass ich dieses Spiel spiele, dieses kranke, sadistische Horrorspiel. Okay. Kranke Angelegenheit. Maschinenteile. Bitte kein Monster. Uff. Was auch immer das war. Es wird viel zu dunkel hinter uns. Wie geht's mir so? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Au. Wie soll ich das tun? Ah, ich habe Angst, dass da was drin ist.
Kann ich das mitnehmen? Ich werde da reingehen müssen. Aber das mache ich in der nächsten Part. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht. Bis dann. Tschüss.